ruhige Lounge-Menümusik, die sich sanft in den Gehörgang nimmt. Man möchte leise und beschwingt daherreden. Ich aber nicht. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name tut nichts zur Sache, ihr dürft mich aber Mark nennen. Und dies ist meine eigene kleine Let's Play-Weltpremiere. Und zwar habe ich mir das Spiel Sensible World of Soccer ausgesucht, um damit meine überhaupt allererste Let's Play-Aufnahme zu bewerkstelligen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ich muss da noch ein bisschen reinkommen in die ganze Thematik. Ja, wie gesagt, ich spiele Sensible World of Soccer, in der Version von 96/97. Warum? Weil ich es in meiner Kindheit oft und gerne gespielt habe und mir gedacht habe, ich nehme für den Einstieg eine kleine Retro-Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob sich dieser Titel generell noch irgendeiner Beliebtheit erfreut. Es gibt da die Jungs auf sensiblesoccer.de, die da immer noch eine aktive Community haben, sich treffen und Online-Duelle austragen. Sehr empfehlenswert, könnt ihr gerne mal vorbeischauen gehen. Der Titel hier empfängt uns halt in diesem wunderschön gestalteten Menü. Entschuldigung. Und zwar in den netten Farben Blau, Lila und Kackbraun. Gut, das Design wurde über die Jahre noch etwas perfektioniert. Ich spiele ein Freundschaftsspiel, wechsle dreimal aus, das ist so Regel beim DFB. Und zwar habe ich mich für ein Spiel in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga entschieden. Ich spiele nicht mit meinem eigentlichen Lieblingsverein aus Bochum, der wahrscheinlich nur aus alten datensatztechnischen Gründen hier in der Liste der Erstbundesligisten gelandet ist. Nein, ich suche mir ein Duell vom nächsten Wochenende aus und das ist Schalke gegen Bayern München. Und ich selbst werde auf Seiten der Schalker agieren. Ja, der eine oder andere wird sich wundern. Hat aber einfach den Grund, dass die Bayern hier mit das stärkste deutsche Team in diesem Datensatz sind und ich eine gewisse Herausforderung möchte. Und ja, wir werden mal sehen, wozu das führt. Bin mal gespannt, ob ich da eine Vorhersage treffen kann, die auch zutrifft. Wir sehen den Mannschaftsübersichtsaufstellungsbildschirm, wie auch immer. Im Tor ein gewisser Jens Lehmann, der ein oder andere wird ihn noch kennen. Wenn ich die Stärken hier so angucke, symbolisiert durch die Sterne auf der rechten Seite, scheint es noch vor dem internationalen Durchbruch eines Jens Lehmanns gewesen zu sein, als dieser Datensatz erstellt wurde. Ich sehe einen Olaf Thon, Latal, Eigenrauch, Nemec, Anderbrügge, Juri Mölder hieß er, glaube ich, Martin Max, wurden später, glaube ich, als Eurofighter bekannt. Lange, lange ist's her. Auf der Gegenseite die Bayern mit ihrem Star-Aufgebot. Oliver Kahn, Lothar Matthäus, Mario Basler, was erlauben Sturms und der spätere Nationaltrainer Jürgen Klinsmann im Sturm. War schon eine nette Mannschaft damals. Und ihr seht auch an den Sternen, die Bayern sind wahrscheinlich schon in der Favoritenrolle in diesem Datensatz. Ich gebe mir meine beste Mühe, da irgendwie selbst Erfolg zu haben. Ich gehe mal ins Spiel hinein. Ich spiele übrigens nicht, wie es früher üblich war, mit einem Competition Pro, also einem Mikrocontroller gesteuerten Joystick, sondern mit der, ihr hört es vielleicht, Tastatur. Ach, jetzt habe ich direkt die Auswechselband aktiviert. Falls einer nachspielen will, diese aktiviert man übrigens, indem man die Taste einer beliebigen Richtung mehrfach triggert. Dann sieht man die dual taktische Anweisungen gebenden Trainer. Lustige Animation aus der Vorkriegszeit. Ja, ich spiele mit der Tastatur. Es gibt eigentlich nur die vier Richtungstasten. Auch später in Kombination für diagonale Bewegung. Und eine Feuertaste mehr braucht dieser Titel nicht. Ich mache mal den Anstoß und die Bayern wuseln so gleich los. Versuchen wir es nochmal mit einem Fernschuss. Naja, etwas drüber gesetzt. So. Da war schon die erste Chance für Martin Max, der noch
lange bis ins fußballerisch hohe Alter hinein bei 1860 München gespielt hat. Und das auch sehr erfolgreich. Mittlerweile aber, glaube ich, nicht mehr fußballerisch aktiv ist. Man möge mich korrigieren, sollte ich mal wieder Schwachsinn erzählen. So, mal ein bisschen dribbeln. Ja, da war es auch schon wieder vorbei mit dem Dribbling. Ach, das sind die Dinger, die sind fies. Aus dem Halbfeld, schrie ich. Ich begrüße auch den englischen Co-Kommentator, der sich bei mir nicht angesagt hat. Schönen guten Tag. Nicht gut, wenn man mir einfach so ins Wort fällt. Ich mache das genauso. Da war auch schon die erste. Genau, jetzt wird's gefährlich. Chancen auf beiden Seiten. Okay, da habe ich mit der Abwehr etwas gepennt und Jürgen Klinsmann frei zum Schuss kommen lassen. Das macht man nicht, wie man jetzt gesehen hat. Das ist leider der Rückstand. Kann aber überhaupt nicht hart schießen, dieser Martin Max. Also, das habe ich vom echten Martin Max etwas anders in Erinnerung. Das waren schon die ersten 45 Spielminuten. Kam mir etwas kürzer vor. Warte mal kurz auf die Statistiken. Da sind die Statistiken. Ja, habe etwas mehr Ballbesitz und auch eigentlich einen Chancenplus. Liege dennoch 1 zu 0 hinten. Betrüblich. 15 Minuten sind vorbei. Jürgen Klinsmann hat seinen Beruhigungstee getrunken und wird jetzt anstoßen. Danke, Jürgen. Das sah mir jetzt eher aus wie beim American Football. Taktisch aber eigentlich gar nicht so blöd. Die Programmierer dieses Spiels waren, glaube ich, komplett alle aus dem englischen Raum, weshalb Kick and Rush hier eine gute Möglichkeit ist, um sein Ziel zu erreichen, was natürlich das Tor ist. Ich werde hier auch permanent gefoult, ohne dass der Schiri eingreift. Ich weiß, dass der Schiri eingreifen kann. Also es ist technisch schon implementiert, dass man auch mal eine Karte kriegt und so. Komm, du ganz ohne Torerfolg. Ja, das ist dein Einwurf. Ich habe einen Co-Kommentator, der jeden Einwurf und überhaupt jede Standardsituation wahrscheinlich kommentieren wird. Da kläre ich lieber zur Ecke, bevor Jürgen Klinsmann mir wieder den Ball wegnimmt. So. Da wäre ich doch gerne mal zum Schuss gekommen. Ich den Ball einfach nicht vors Tor boxiert. Also die Abwehr klebt mir an den Beinen. Ich kann wenig machen. Das sind dann eher so diese Verzweiflungstaten. Schade. So, wahrscheinlich nur noch eine Chance. Ja, und das wäre eigentlich ein Elfmeter gewesen. Ich jubele, ich frohlocke. Ich habe ein Tor geschossen. Es war vielleicht sogar ein Eigentor oder es war ein Tor von irgendwo an der Brücke. Schaffe ich es doch noch mit einem Torerfolg? Das freut mich sehr. Na, es wird doch einem irgendwo an der Brücke mit zugerechnet. Last-Minute-Tor, eigentlich eine Sache der Bayern. Ja, die Zahlen sprechen für sich, also der Ausgleich war eigentlich mehr als verdient. Und das war es eigentlich auch schon. Das Spiel beendet sich jeden Moment. Ja, ich bedanke mich, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt mit mir. Würde mich freuen über Feedback jeglicher Art. Liken, disliken, ranten, haten, loben, Mut machen. Ich kann alles vertragen. Ja, würde mich freuen, von euch zu hören. Und dann würde ich mich jetzt auch verabschieden und melde mich hoffentlich bald mit einem nächsten Teil wieder und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Auf Wiederhören.